Also einen besonderen könnte ich eigentlich gar nicht nennen, sondern ich kann eine ganze Reihe nennen. Das ist ja oft so, dass man von vielen Eindrücken abhängt und manche Eindrücke sind besonders gegenwärtig und manche treten dann so ein bisschen nach hinten. Und das wird dich jetzt wundern, wenn ich als Komponist neuer Musik sage, dass meine musikalischen Eindrücke nicht von neuer Musik kamen, sondern von klassischer Musik. Liszt ist einer meiner Säulenheiligen. Wirklich? Ja, absolut. Liszt, Bruckner. Ich habe ganz früh sämtliche Sinfonien von Bruckner in Aufnahmen mit Eugen Jochum gehört. Das war die Welt, in der ich mich zu Hause fühlte, beziehungsweise die mir den Raum beschrieben hat, in den ich irgendwie als Musiker, als junger Mensch auch rein wollte. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals mal, da war ich vielleicht 16 oder 15, Boulez gehört habe und habe gedacht, ach du lieber Himmel, sowas habe ich überhaupt nichts zu tun. Und gab es einen Punkt des Umkehrungs oder Nee, kann ich nicht sagen. Das sind alles fließende Vorgänge gewesen. Wahrscheinlich, wie das die meisten Leute erleben. Es gibt nicht so einen Knackpunkt, ab dem du plötzlich weiß bist und vorher warst du schwarz. Das gibt es, glaube ich, nicht. Nee, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Und es gab einen Moment, da habe ich ein Klavierstück geschrieben, Zentrifuge heißt das. Das habe ich in 3 Tagen geschrieben. Das war so mein, wie kann man das sagen? So der erste starke, die erste starke Sogwirkung in Richtung neuer Musik. Und da habe ich nur das komponiert, wie ich dachte, dass Musik, die ich brauche und die ich machen möchte, sein muss. Und da kam überhaupt nichts Surreales drin vor, aber es war eine Intervallstruktur und ich habe den einzelnen Intervallen eine bestimmte innere Dynamik zugeordnet. Die kleine Sekunde war ein sehr spitzes und also extensives Intervall. Die Quinte zum Beispiel war ein seriöses, ein Intervall mit erhobenem Kopf, ne? Und die Oktave war irgendwie was Neutrales. Das war einfach nur so eine Raumbeschreibung. Auf Deutsch gesagt, in diesem Stück kamen viele Oktaven vor. Und das war damals ganz unbrauchbar. Damit konnte man nichts gewinnen in der Szene der neuen Musik. Das müsstest du sagen können. Das müsste jemand sagen können, der mich beobachtet. Ich kann das schwer sagen. Ich kann das schwer sagen. Also ich könnte höchstens sagen, dass es nicht mein Bestreben ist, kontinuierlich an einer bestimmten kompositorischen Faktur zu arbeiten oder an einer bestimmten kompositorischen Entwicklung in meinem Werk. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich reagiere auf bestimmte Situationen, in die ich als Mensch der Zeitgeschichte hineinkomme. Ja, also im weitesten Sinne reagiere ich als politischer Mensch, würde ich mal sagen. Ich meine das gar nicht parteipolitisch oder sowas, aber als ich möchte gerne reagieren als jemand, der die Zeitläufe, also das, was passiert, genau beobachtet, soweit er halt dazu in der Lage ist, und daraus versucht, eine künstlerische Zuspitzung herzustellen. Also der Hawking zum Beispiel ist auch so ein Fall, ja. Was heißt es, habe ich mich gefragt, zu sehen, da sitzt jemand wie dieser britische Wissenschaftler, ist körperlich reduziert auf gerade mal die Funktion des Denkens, die körperlichen Funktionen sind extrem zurückgebunden. Er ist aber trotzdem in der Lage, die riesigen Räume, die ja nun real um uns herum sind, geistig zu durchdringen. Und diese extreme und exzessive, dieser exzessive Kontrast als ein Zeichen für das, womit wir uns auch
moralisch, ethisch und geistig vor allem auch beschäftigen und auseinandersetzen müssen, wofür wir irgendwie ein Verständnis gewinnen müssen. Das hat mich veranlasst, mal ein solches Stück zu machen. Mhm. Also ich würde mir hoffen, dass diese Komposition einem, dem Zuhörer, einen Erfahrungsraum erschließt, in dem er diese extremen Gegensätzlichkeiten verdichtet in einer in 20 Minuten oder wie lange dieses Stück da dauert, 30 Minuten, dass er die präzise mal erfahren kann. Ich meine überhaupt, dass die Musik die Kunst der Metaphern ist. Mhm. Die Musik evoziert in uns Bilder. Mhm. Was wir hören, sind zwar Klänge, aber wir antworten auf, oder sagen wir mal, diese, wir sind ein Resonanzraum, in den diese Klänge hineinkommen, und wir stellen dann mentale, geistige, virtuelle oder wie man das nennen will, Bilder her dieser Klänge, die wir gehört haben. Also wir bilden eine Vorstellung der Klänge, die in uns eingedrungen sind. Und das hat, ist ein extrem bildhaftes Moment. Und in dieser Beziehung sind solche metaphorischen Vorgänge und metaphorischen Vorstellungen für mich Grundlage von Komposition. Also mir geht's, ich bin weniger daran dahinterher, ich sag nur nochmal, ich bin weniger dahinterher, Konstruktionslinien zu entwickeln, als danach zu suchen, finde ich im musikalischen Bereich Entsprechungen für bestimmte metaphorische Vorstellungen. Mhm. Und so ist zum Beispiel Hawking, andere Kompositionen von mir auch, so ist Hawking gearbeitet. Mhm. Also ich könnte jetzt eigentlich gar nicht, wenn du genau fragst, könnte ich gar nicht sagen, warum jetzt hier das C steht, mhm, und nicht ein Cis oder so. Ja, ja, genau. Irgendeinen Grund würde ich schon erfinden. Ne? Aber es sind solche Transformationen von virtuellen Vorgängen in den musikalischen Bereich hinein. Also ich verfahre so, dass ich sage, der Klang, der mir jetzt eben vorkommt, sag mal, ich lasse meine Hand aufs Klavier fallen. Ja? Das, so habe ich zum Beispiel den Klavierpart da auch sehr viel komponiert. Was erklingt jetzt? Und entsprechen diese Klänge einer bestimmten psychischen oder dynamischen Vorstellung, die ich momentan brauche. Mhm. Ne? Und dann schreibe ich die Noten auf. Ob das jetzt ein Durklang ist oder ob der Klang aus lauter, weiß ich was, großen Septim oder was besteht, ist dann für mich nebensächlich. Also da werde ich, da erzeuge ich keine Systematik drin. Mhm. Der Klavierpart ist ein extrem theatralisches Ding. Ich habe schon kurz erwähnt vorhin, dass ich einfach die Hand fallen lasse. Der ganze Klavierpart ist so komponiert, dass es ein Ballett für zwei Hände ist. Mhm. Ne? Also ich habe das auch am Klavier komponiert so. Und das waren immer theatralische Vorgänge. Von was die jetzt ausgelöst wurden, ist eine andere Frage. Die haben natürlich mit diesen ungeheuren Raumentfernungen zu tun, die in dieser Metapher des Hawking und des Weltalls und kleiner Mensch da vorne und sowas zusammenhängen. Aber es ist zunächst mal also jemand, der dieses Instrument vor sich hat und Bewegungen auf dieses Instrument hin macht. Und das klingt dann. Es war nicht umgekehrt so. Es war nicht so, dass ich bestimmte Klänge innerlich gehört habe und die dann irgendwie in einen Zusammenhang gebracht habe. Absolut nicht. Sondern ich habe sozusagen ein Ballett meiner Hände und der Arme etc. und auch des Körpers vor allem, ja, aufgeführt an der Tastatur und habe das dann aufgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass die Musiker Akteure sind. Und zwar Akteure auf einer Bühne.
Das ist von vornherein eine theatralische Situation. Bevor überhaupt irgendein Ton erklingt, ist das bereits schon eine theatralische Situation. Ne? Also da sitzt das Publikum, da vorne ist ein Podium oder hier in diesem Falle, man geht auf seine Plätze und stellt bereits einen Theaterraum her. Also man stellt her einen Raum der metaphorischen Übertragung. Ne? Bei Hawking ist es ja so, dass die Musiker so in dem Raum verteilt sind. Ist ein ganz bestimmter Raum gemeint, in den dann die Musik hineingerät. Also von vornherein handelt es sich bei einem solchen Stück um eine theatralische Aktion. Und dann ist es natürlich ganz klar, dass die Musiker, die daran beteiligt sind, Spieler sind. Man sagt ja auch, ich spiele ein Instrument. Man hat keinen anderen Ausdruck dafür. Und Spielen ist immer schon eine Vorführung von etwas. Also man kann gar nicht so tun, als würde man keine Bewegungen machen, während man musiziert. Und du zum Beispiel als Schlagzeuger, du machst ja ausgebaut viele Bewegungen und ganz besondere Bewegungen in diesem Stück. Ich habe also kein Theaterstück komponiert, das nicht. Aber es ist eine Musik, die von vornherein in szenischen Bahnen läuft.